Moin und herzlich willkommen bei Let's Play Trains in New Era. Wir sind heute am U-Bahnhof Farmsen, das seht ihr hier von oben. Aber es geht heute gar nicht um die U-Bahn, sondern um diesen Bus hier. Das ist nämlich der neue Mercedes-Benz Citaro, gebaut von Projekt Tramburg oder für Trains aufbereitet von ihm. Wir sehen uns den Bus mal von allen Seiten hier an. Und jetzt sitzen wir drin und wollen einmal eine Runde mit ihm fahren. Hier gibt es verschiedene Perspektiven. In dieser hier eben hatten wir keine Rückwand. Hier ist eine andere Kameraposition. Und hier seht ihr, hier sitzen wir jetzt in der Fahrerkabine drin. Hinter uns ist die geschlossene Rückwand. Tja, und dann wollen wir doch mal sehen, mit dem Bus hier loszufahren aus der Warteposition an die Haltestelle, wo die Fahrgäste warten, um mit dem Bus 26 nach Stalshoop zu fahren. Hier warten jetzt unsere Fahrgäste. Weiter vorne rechts seht ihr noch eine zweite Abfahrtsposition. Die ist für die Busse, die dann anschließend rechts abbiegen in die August-Krogmann-Straße. Und wir fahren geradeaus weiter die Straße am Luisenhof entlang. Trains ist ja ein Eisenbahnsimulator. Insofern können wir hier zwar mit dem Bus fahren, aber wir können ihn nicht lenken. Der Bus fährt wie ein Schienenfahrzeug auf unsichtbarem Gleis, das hier parallel zum Verlauf der Straße verlegt ist, und er folgt immer diesem unsichtbaren Gleis. Es sind hier entsprechend in der Strecke Haltestellen eingebaut, Invisible Stations, an denen wir dann halten und an denen die Fahrgäste warten. So, jetzt geht es hier am Luisenhof entlang, an der Wohnbebauung. Und da vorne erreichen wir dann als nächstes die Haltestelle Tegelweg. Hier ist schon die Haltestelle der Gegenrichtung links zu sehen. Wir fahren jetzt über die Straße Tegelweg noch hinweg. Ja, und da kommt einer von rechts, der meint, er muss sich unbedingt noch vor einem großen Gelenkbus durchquetschen. Aber es lohnt gar nicht, sich über Leute aufzuregen, die in dieser Weise Auto fahren. Aber vielleicht liegt es auch daran, dass hier in der Strecke gerade an dieser Stelle keine Vorfahrtszeichen aufgestellt sind. Eigentlich hätten wir Vorfahrt gehabt, aber wie gesagt, es lohnt gar nicht, sich darüber zu ärgern. Fahren wir lieber gleich ganz geruhsam weiter. Die Fahrgäste sind jetzt alle ein- und ausgestiegen und wir können hier weiterfahren. Es geht hier zwischen ausgedehnten Kleingartengebieten entlang. Auf beiden Seiten seht ihr sie. Und wir haben jetzt hier einen relativ langen Abstand bis zur nächsten Haltestelle. Da können wir einmal in die Außenansicht gehen, können uns nochmal den Bus von außen ansehen. So sieht es aus, wenn wir im PKW hinter ihm herfahren würden. Und ich finde, das ist doch eine relativ realistische Ansicht. Gefällt mir gut. Ich denke, so ein Fahrzeug können wir für Trains gut gebrauchen. Hier links liegt die Ehnstock-Schule und vor uns ein Zebrastreifen. Deshalb bin ich an dieser Stelle jetzt ein bisschen vom Gas runtergegangen. Und es geht immer noch weiter zwischen Kleingärten hindurch. Da kommt uns ein anderer 26er Bus entgegen in Richtung Farmsen. Und jetzt erreichen wir langsam wieder mit Wohnhäusern bebautes Gebiet. Links stehen ein paar Hochhäuser am Ende der Haldesdorfer Straße. Und da vor uns liegt die Haltestelle Haldesdorfer Straße, an der wir gleich unsere nächsten Fahrgäste ein- und aussteigen lassen. Musik
Hier links seht ihr die typischen roten Reihenhäuser der Hekoll-Siedlung. Und außerdem seht ihr hier die Hochspannungsleitung. Die wird uns auf unserer Weiterfahrt jetzt mehr oder weniger ständig begleiten. Und ab jetzt fahren wir hier durch Bramfeld durch, einen großen Hamburger Wohnstadtteil. Und hier ist eine sehr gemischte Bebauung mit Hochhäusern und allem Möglichen. Naja, man sieht das schon, wenn man sich rechts und links umguckt. Es ist auch ein Grünstreifen hier neben der Straße, also wer mit dem Fahrrad oder zu Fuß unterwegs ist, muss hier nicht unbedingt an der Hauptstraße entlang gehen. Und sonst fahren wir hier weiter in Richtung Westen und gucken mal, was da noch kommt. Auf der linken Seite sieht man schon das Haltestellenschild von der Haltestelle der Gegenrichtung. Da rechts vorne ist auch unsere nächste Haltestelle. Wir kreuzen hier die Straße Ellernreihe und ab jetzt geht es vierspurig weiter. Die Straße, die wir entlang fahren, hat inzwischen auch ihren Namen gewechselt und heißt nicht mehr am Luisenhof, sondern Steilshoper Allee. Wir fahren also auf dieser Straße immer weiter in Richtung Steilshoop. Links seht ihr eine Bebauung aus grauen Mehrfamilienhäusern. Und jetzt können wir auch mal zwischendurch gucken, wie wir denn so fahrplanmäßig hier liegen. Wir sind zu Anfang zu spät losgekommen, aber an den weiteren Haltestellen dann immer sogar kurz vor dem Fahrplan gewesen. Also im Grunde liegen wir damit gar nicht so schlecht. Und jetzt fahren wir weiter an dieser Mehrfamilienhausbebauung entlang und fahren da vorne auf eine große Kreuzung zu. Da kreuzt die Steilshoper Allee nämlich die Bramfelder Chaussee. Hier rechts im Park steht eine Villa mit Pyramidendach. Die gehört schon zum Gemeindezentrum der Osterkirche, das hier bei der Kreuzung liegt. Da vorne links sieht man die Bramfelder Apotheke. Dann stehen hier wegen der großen Kreuzung auch Wegweiser zu den verschiedenen Stadtteilen. Wir rollen ganz langsam auf die Ampel zu und haben Glück, sie ist gerade gelb geworden. Wir können also rüberfahren und hinter der Kreuzung liegt unsere nächste Haltestelle. Und da warten auch schon eine ganze Menge Leute. Das ist ja auch kein Wunder, hier an dieser großen Kreuzung treffen mehrere Buslinien zusammen. Da fahren nicht nur wir mit dem Bus 26 lang, sondern auch die Linie 173 von Barmbek nach Bramfeld Nord oder die Linie 8, die von Wandsbek-Gartenstadt kommt und nach Poppenbüttel fährt. Dann fährt hier auch noch der Bus 277 lang. Also hier gibt es jede Menge Umsteigeverkehr. Und die Steilshoper Allee führt jetzt hier vierspurig weiter. Wir kreuzen jetzt die Fabriciusstraße. Auch hier besteht nochmal die Möglichkeit umzusteigen. Nämlich zur Buslinie 177, die fährt vom Barmbeker Bahnhof aus bis zum Bramfelder See. Der liegt so etwa einen Kilometer weiter rechts von der Stelle, wo wir gerade sind. Und weiter vorne steigt die Straße an. Da geht das Gelände bergauf und der Kern des Stadtteils Steilshoop liegt auf einem kleinen Hügel. Man sieht jetzt schon, wenn wir hier weiterfahren, rechts die ersten Hochhäuser. Steilshoop ist nämlich eine Großsiedlung mit vielen Mehrfamilienhäusern und Hochhäusern bis zu 9 Stockwerken teilweise. Und wir halten vorher noch einmal an der Haltestelle Gustav-Seitz-Weg.
Jetzt geht es dann weiter und wir fahren richtig in das Zentrum von Stalshoop hinein. Wir biegen jetzt hier gleich rechts ab, bisschen ausholen, um mit dem Gelenkbus da auch rumzukommen vielleicht. Und dann nochmal nach rechts sehen, ob vielleicht ein Radfahrer kommt, der geradeaus weiterfahren will. Das geht hier bei den großen, gut verglasten Türen vom Citaro natürlich sehr gut. Da hat man eine gute Sicht nach rechts oder auch rundherum überhaupt aus dem Fahrerhaus. Und jetzt fahren wir hier hoch nach Stalshoop und hier oben geht es gleich wieder links. Wir biegen jetzt links ab und sind dann gleich richtig im Zentrum angekommen. Die Gründgensstraße, auf der wir jetzt gerade fahren, führt hier unter einem Häuserblock hindurch. Und jetzt haben wir gleich das Zentrum von Stalshoop erreicht. Hier rechts liegt das Einkaufszentrum, das leider inzwischen ein bisschen heruntergekommen ist. Es gibt dort nicht mehr so viele attraktive Geschäfte wie früher. Viele Mieter sind ausgezogen. Ja, und damit sind wir am Ende dieser Fahrt angekommen. Hier sehen wir nochmal den Bus von außen. Da waren wir gerade zwischen dem vorderen Wagen und dem Nachläufer. Hier ist der gesamte Citaro nochmal von der rechten Seite zu sehen. Und dann lassen wir ihn an dieser Stelle weiterfahren. Oh, da kommt aber doch ein bisschen Ruß aus dem Auspuff raus. Also da müssten wohl beim nächsten Mal in der Werkstatt vielleicht Kolbenringe ausgetauscht werden. So erreicht er jedenfalls nicht die Euro 4 Abgasnorm. Wenn ihr das selber einmal spielen möchtet, den Bus von Projekt Tramburg und diese Aufgabe gibt es im Trains Depot www.trainsdepot.net und wenn beide einmal ihren Weg auf die Downloadstation finden werden vielleicht, dann werde ich das hier unten auch in die Beschreibung hineinschreiben.